So Leute, da sind wir wieder bei Tales of Symphonia. Ich meine natürlich Tales of Destiny. Ich wusste, irgendwann passiert das. Ja, das ist einfach so Tales of, das ist einfach gleich für mich Tales of Symphonia. Wir sind immer noch hier im Untergrund. Wasserlevel mit einer Schatztruhe. Wie bin ich da hingekommen? Mit dem Drachen. Oder mit dem Monster. So. Das hat uns da runtergebracht. Das hab ich da mitgekriegt. Weil hier der Spodin ist. Liebe Hunde. Ja, das habe ich mir schon... Das habe ich verstanden. Ich wusste jetzt irgendwie nicht darauf, wie wieder runtergekommen sind. Du kannst dich einsetzen. Ey, das ist ein Stern. Hau ab, du blöder Stern. Wir sind getaucht. Oh, jetzt bist du im Vorteil. Ja. Ich bin stark gegen. Das ist es. Ich glaube, Leon hat was zu ihm gesagt. Dass Stan da den Tropfen hatte. Achso. Also wahrscheinlich, ich bin so toll. Und dann Leon noch, du bist voller Loser. Ich glaube, das war Dimlos. Das kann auch sein, aber ich dachte, Leon hätte auch... Ah, na egal. Hey, da sind die gab's da ja schon. Ja, die gab's auch damals schon. Die Killergurken. Ja. Hier, da heißen die bestimmt Killergurkos oder so. Scheinlich. Da, mach Platz! Böse Gurke! Was jetzt? フィリア、大丈夫かな早く用事を済ませて戻るとしよう。4本目のソーディア。私に戦う力があれば。フィリア、フィリアよ。 Normalerweise mag ich solche Storys auch nicht, wo man... Naja, man kann es nicht ändern, dass man ab und an Leute es vorhersehen können, aber ich mag es immer, wenn es so eine dramatische Wendung gibt. Ja, das gibt es ja bestimmt auch noch. Also so hagenau kenne ich die Story bei Destiny jetzt nicht, aber ich kann mir sicher sein, dass eine Tales of Story ist, wird sicherlich auch ihre Überraschung haben. Ich glaube, dir geht's nicht gut. Ja, ich habe noch keine Ahnung, wann das einsetzt. Muss schlagen und dann... Also bei mir geht es manchmal, wenn ich ganz normal schlage. Bei mir nicht. Wahrscheinlich muss ich eine Technik dabei einsetzen. Ja, also so. Das ist bei mir auch. Manchmal geht das bei mir aber auch nicht. Muss ich bei mir gleich nochmal gucken, wenn ich das kriege. Irgendwie ist das Spiel manchmal ein bisschen seltsam. Das hat so seine Eigenarten. Manchmal. Wer angreift, verdammt. Oh, das sah ja auch lustig aus. Das sah genauso aus wie meins. Können wir da beide in der Luft rumwuseln? Yay! Oh Gott. Dann können wir uns wahrscheinlich erst recht nicht mehr auseinanderhalten. Oh ja. Ein Schlüssel? Eine Spitzacke! Jetzt können wir in den Untergrund! Lol. Jetzt können wir endlich Steine farmen, um uns eine Festung zu bauen! Was denn? Was macht man doch mit einer Spitzhacke? Das stimmt. Warum ist die Drüse? Super, wir haben was gefunden, was schlechter ist als die Ausrüstung, die wir schon tragen. Warum machen wir uns überhaupt die Mühe? I don't know. Darum mit der Spitzhacke des Todes werden wir jetzt uns schlagen. Und diesen Gegner erschlagen. In die Ecke mit dir! Ich finde, das sieht immer so lustig aus. Was soll es überhaupt darstellen? Keine Ahnung. Erinnert mich an Phoenix Wright. Ja, ein Spruch! So, dann gucken wir mal die Tür auf. Wie primitiv. Aber effektiv. Das stimmt, aber man erwartet was anderes. Ja.
Siehst du, die Storys haben ja auch ihre unerwarteten Wände. Diese Art von Wendung habe ich aber ehrlich gesagt nicht gewollt. Ich weiß. Die haben alle gar kein Geld. Na gut, was erwarte ich auch von einem Terrassenwesen? Ja, wollte gerade sagen, davon einfach ein Monster. Ich denke, bei einem Boss würdest du mehr finden. Wenn uns mal endlich mal ein Boss entgegenspringen würde. Ja, stimmt. So viele Bosse hatten wir hier noch nicht. Das sieht ja nicht sehr appetitlich aus. Naja, die anderen müssten eigentlich schon an Elektrizität gewöhnt sein. Die sind wahrscheinlich schon im Untergehen. Die waren, da kann ich vielleicht die Batterie mit aufladen. No! Hallo? Wow. Aua. Alter, wie das aussieht! So viel rumgewuselt! Oh, ich muss. Ich hab mich ganz cool gedreht, hast du das gesehen? Ich muss die Tusi wiederholen. Die Tusi heißt Mary. Nenn sie bitte meinen Namen, sonst fühlst du dich verletzt. Ich bin mir doch egal. Wie voll der Irrgarten hier. So viele Gänge und. Oh, ein Schatz. Schatzkron. Ja. Davon gibt es ganz besonders viele hier. Die scheint in jeder Sackgasse ist bestimmt, also in jeder zweiten zumindest. Oh, guck mal, der hat eine andere Farbe. Oh, das sind zwei davon. Hm. Also man muss einfach ganz normal angreifen und dann L1 drücken während des Angriffs. Ja. Also ich habe zum Beispiel die ganze Zeit L1 gedrückt und also gehalten und dann einfach angegriffen. Vielleicht spacken. Oh, wie sieht das hier so richtig aus? Vielleicht spacken deine Schultertasten hier auch rum. Alter, wozu macht man so einen Raum? Hier ist nichts! Hey. Keine Ahnung. Hey, mein Raum sieht bestimmt besser aus. Naja. Naja. Das sieht auch wie so ein Rückweg. Und vielleicht ist es der richtige Weg, um die Tür wahrscheinlich aufzumachen. Oh, Leute. Wir haben unsere Spitzacke. Unsere Spitzacke. Die irgendwann bestimmt mal abbricht. Quatsch, das ist unsere Spitzhacke des Todes. Das Speicherpunkt. Ups. Wir haben das Schwert gefunden, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wir haben nicht gespeichert. やっぱり俺?クレメンテロ、悪ふざけは大概にしてもらおう。悪ふざけって。なんじゃ、久しぶりに会ったのに、ディムロスは頭が硬いの。ご無沙汰しております。ロー、お元気そうで何よりですわ。おー。 あとは相変わらず可愛らしいの。剣になっても、わざわざわしを迎えに来るからには、よほどのことが起こったようじゃな。実は、神の目が奪われた。やはりの、悪い予感がしたんじゃ。これはわしも、のんびり眠ってる場合ではないの。 私たちと一緒に行ってくれますね。ローがいれば心強いですわ。老骨に鞭打つ見返りにたっぷりサービスを頼むぞい。アトワイトに変なことしたら私が許さないわよ。サービスって？そうか。研いだり磨いたりか。剣だもんな。いや、そうでなくて。 もっとこう、ロマンあふれるというか。デムロスよ。主のマスターは心の清い男みたいじゃの。<笑>ところで、クレメンテのマスターはどうするんだ？その件は後で考えるしかない。素質のあるものがいないことにはな。わしのマスターならもうおるよ。
ここまでおいで、フィリアや。フィリアだって？皆さん、どうやってここまで来たの？頭の中に声が聞こえて、それに従ってきたんです。声が聞こえたって、まさかそれってクレメンテの？そのまさかじゃ。私を呼んでいたのはあなたですね。主にはわしを欲する意志があった。強くなりゆえにわしの声が聞こえたのじゃ。あとは最後の決断だけじゃ。どうする、フィリア・フィリスよ。フィリア、私は大司祭、いえグレバムから神の目を取り戻してみせます。何があっても、どんなことをしても、それが私の責任、私の義務ですから。あなたと共に戦います。私に近…やったな、フィリア。これもスターさんが元気づけてくれたおかげですわ、リオンさん。リオンさん、改めてお願いします。どうか私も。なんだよ、まだフィリアを認めないつもりか。足手まといになるなよ。はい、リオンさん、ありがとうございます。フィリア、主は確かにまだ未熟じゃ。それにか弱い。しかしそれを補ってあまりある、ひたむきな気持ちがある。わしはそこに期待しておるのじゃ。ご指導のほどよろしくお願いします、クレメンテ。それに皆さんも。こちらこそ改めてよろしく。よろしくな。よろしく。うまい具合にまとまったな。うん、これでわしも一安心じゃ。どうせ新たなマスターを得るのなら、ピチピチの娘の方が良かったからの。どう？それじゃあ皆さん、船に戻りましょうか。ああ、そうだな。Philadelphia hat sich der Gruppe angeschlossen. Ja. Philadelphia ist 5-mal dümmer als der Rest. Nein, Du hast jetzt 5 Leute in deiner Gruppe, bla bla bla. So genau, kannst du Leute in deinem Team einpacken. Genau. Yay. Und sie kann jetzt, es war das Falsche. Sie kann jetzt hier gedingsens. Gedingsens. Bla 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 bla. Oh, dafür haben wir leider nicht mehr genug. Bla. Bla. Zu weit. Oh, passt immer noch nicht. Bla. Bla bla. Du hast eins. Achso. Weißt du Bescheid? Ah, echt. Du machst das schon wieder was? Ja, du kannst dir bald das leisten. Yeah. Ah, ich hab das doch schon gemastert. Ich kann mir schon was leisten. Muss man das denn trotzdem nochmal drauf machen, obwohl man es gemastert hat? Weiß ich nicht. Weil ich hab das eine ja schon gemastert. Hm. Aber rein theoretisch könnte man ja die ganzen Punkte im Mac machen und dann das nächste Dings machen. Eigentlich wäre es halt so dann ziemlich. Stehst du? Das wäre gut möglich, aber du hast dann ja hier die Dinger nicht mehr ausgerüstet. Achso, aber nicht der. Nee, ich habe das jetzt so verstanden, dass das, was danach kommt, also Level 2 eigentlich. Ob du. Warte mal. Bessere Option ist. Das kann man ja im Status gucken, wie viel du jetzt hast. Jetzt hast du 2 bis 5. Du bist nicht wie viel. Du auch nicht. Du auch nicht. Also 2 bis 5 hatte ich gesagt. Ja. Nee. Dann packe ich. Wie ist das denn jetzt? Das mal runter. Ne, die müssen ausgerüstet sein, damit das. Ja, aber Level 2. Ja, eben konntest du von 2 bis 6. Jetzt kannst du nur. Oder 2 bis 5. Jetzt kannst du noch 2 bis 4 machen. Achso, ich dachte, wenn du nicht Level 2 machst, dass du jetzt von 2 bis 6 oder so machen.
kann. Weißt du, dass es irgendwie so eine Erweiterung davon ist. Ne? Also du musst die Dinger, du musst wahrscheinlich die erstmal meistern, damit du die freispielst, aber wenn du die wenn du den Effekt haben willst, musst du die aktivieren. Achso. Würde ich sagen. Ja, ich würde ja, ich sag ja, das würde ja auch am meisten Sinn machen. Ja. Ja, dann mach einfach alles bis auf. Dann soll ich hier bei dir anfangen. Ja, ich weiß ja alles nicht. Ja, obwohl das unterste ist ja CC wieder. Das kann ich ja ganz schnell nachgucken, was du wo hast. Das unterste ist CC. Ich schätze mal, dass das einfach nur derselbe Schmarrn ist, bloß halt erweitert. Ja, ich denke mal auch, dass das irgendwie. Aber das letzte ist zum Beispiel auch wieder CC. Ja, es wird wahrscheinlich immer alles irgendwie dasselbe sein. Schauen wir mal nach. Also, das obere ist Attack, darunter ist Critical, Mind, die Water, Hit und Exceed. Was habe ich denn? Nimm mal die Water. Das war das zweite, ne? Ich glaube, das dritte. Nee, das war Angriff, Critical. Das hier. Ja, das blaue. Ja, passt. So. Dann kann ich auf der anderen Seite noch irgendwas mit zwei? Ja. Was ist das unterste? Oder ist das. Was? Das ist Hit und das andere ist Critical. Dann ist Critical. Kann ich meins ja auch so abrüsten. Ja, voll unfair. Ich habe hier plus 2. Und du hast dann nur plus 1. Ja, voll unfair. Tja. Ich habe ja bestimmt andere Qualitäten. Deno. Ich wollte gerade sagen, 2 wirst du aber nicht finden. Nee, aber dann kommen wir das bei dem auch. Bei dem! Den da. Oh, er hat ja sogar zweimal sein Ceiling. Oh, sie hat ja auch welche. Das ist eine Überraschung. Ja, haben wir das schon verteilt. Ja, ich war nur am gucken. Ist okay. So, wir haben einen weiteren vor dir, Meister des Todes im Team. Habe ich 2 bis 6 und du 2 bis 5. 3? Wow, nice. Jetzt dürfen wir wieder zurücktuckern. Yay. Ich speichere erstmal. Wollte gerade sagen. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt 17. Wollen wir cutten, bevor wir überziehen? Mega. Ja, mach doch. Ja, passt doch gerade. Ja, passt. Passt. Perfekt. Dann sind wir beim nächsten Mal wieder mit dabei und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Punkt.